bin hier heute auf dem Marktplatz in Bremen und zwar einer Spontankundgebung von der Palästinensischen Gemeinde Bremen. Ich heiße euch alle erstmal im Namen der Palästinensischen Gemeinde Bremen herzlich willkommen zu unserer spontanen Eilversammlung. Auch bei dieser Versammlung muss ich erstmal ein paar Auflagen vorlesen, mit denen ich direkt beginnen möchte. Der Einsatz von Feuerwerkskörpern, bengalischen Feuern und anderen pyrotechnischen Gegenständen ist untersagt. Ebenso ist das Verbrennen von Gegenständen untersagt. Versammlungsteilnehmer und Ordnerinnen dürfen keine Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet sind, mit sich führen. Ebenfalls nicht zulässig ist das Mitführen und der Einsatz von Schutzwaffen, die geeignet und den Umständen danach dazu bestimmt sind, etwaige hoheitliche Versteckungsmaßnahmen abzuwehren. Versammlungsteilnehmer und Ordnerinnen dürfen nicht in einer Aufmachung an einer Versammlung teilnehmen, welche geeignet und den Umständen danach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern. Ebenfalls ist die Anreise zu einer Versammlung einer solchen Aufmachung verboten. Es ist verboten, Uniformteile, Uniform oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen Politik zu verwenden. Ich will noch einmal darauf bedienen, dass meine rechte Seite, die Seite von allen, die das in der Kurve und in der Hand der Bremischen Bürgerschaft ist, nicht alle bitte vor einer أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم يا إخوان ولا تهينوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن شاء الله صدق الله العظيم تكبير تكبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله Freiheit für Libanon! Freiheit für Gaza! Freiheit für Libanon! Freiheit So, wir sind ja nicht nur hier, um Parolen zu rufen, wir möchten auch gerne etwas mitteilen. Und diesen Part wird heute Herrn Dr. Detlef Grieche von der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft übernehmen. Ich bitte Herrn Grieche gerne auf die Bühne. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und reden zu dürfen. Ich bin natürlich nicht eigentlich stundenlang darauf vorbereitet gewesen und habe deswegen versucht, mich etwas schlau zu machen. Und ich will auch nicht nur über den Libanon reden, weil das Ganze hat ja eine lange Geschichte, eine Vorgeschichte. Und deswegen erlaubt mir anzufangen, vorweg eine klare Ansage. Das israelische Parlament, die Knesset, beschloss vor 4 Wochen mit Mehrheit bei 9 Stimmen und 43 Enthaltungen, dass es niemals, niemals einen palästinensischen Staat zulassen würde, auch nicht, wenn es zu friedlichen Verhandlungen käme, also eine kategorische Absage auch an alle Regierungen, die noch rhetorisch an die Zwei-Staaten-Lösung oder an sonstige Lösungen glauben. Auch die deutsche Regierung sollte endlich aufwachen und das begreifen. Wir verurteilen also aufs Schärfste und fordern die Bundesregierung auf, endlich, wie immer, auch viele andere Staaten Palästina anzuerkennen. Und jetzt geht es weiter. Seit letzten Donnerstag, wir waren gerade bei einer palästinensischen Veranstaltung, bei einer Musikveranstaltung, wo wir dann erfahren haben zwischendurch, weil viele unserer palästinensischen Freunde nicht kommen konnten, dass es jetzt auch im Libanon losgeht. Und das ist nicht Zufall, sondern das ist in der Linie dessen, was eigentlich seit über 100 Jahren die Zionisten beabsichtigen, nämlich ein Groß-Israel zu schaffen. Das hat angefangen schon im Westjordanland jahrelang. Das hat sie in Gaza fortgesetzt und das geht jetzt offensichtlich auch da los. Seit letzten Donnerstag, als wir also in seiner Veranstaltung waren, verstärkt wird Libanon angegriffen. Und angegriffen ist eigentlich schon ein sehr zarter Begriff, wird überrollt im Süden. Zunächst mit den menschenverachtenden, manipulierten Pagern, wir haben das alle gelesen, mit denen man Führer der Hisbollah treffen wollte. Führer also. Getroffen wurden Hunderte von Zivilisten oder Tausende, mit diesen manipulierten Geräten erhalten hatten und die in der Nähe von explodierenden Geräten standen, natürlich auch Zivilisten. Und also wurden Zivilisten getroffen und zwar erheblich mehr als wahrscheinlich Leute, von der, die sie eigentlich treffen wollten. Und das ist... Und das ist ein perverser Verstoß gegen Menschenrechte, wie man ihn eigentlich noch nie erlebt hat. Und alle vermuten ja, und es ist wahrscheinlich auch so, dass dahinter der Geheimdienst der Israel steckt. Also, ein sichtbares Zeichen, wohin die Reise geht. Wo bleibt die Reaktion der deutschen Politik, der Medien?
Unsere Regierung hat das immer noch nicht begriffen, dass dort Schritt für Schritt ein Genozid im Gange ist. Hat unsere Regierung, haben unsere Medien nicht die zahlreichen Aussagen rassistischer Politiker Israels vernommen, dass die Palästinenser vertrieben werden sollten? Wenn sie nicht freiwillig gehen, dann müssen sie aber da nachhelfen. Und sie helfen nach, Stück für Stück, erst in der Westbank allmählich, kommen darauf zurück, dann im Gazastreifen, jetzt im Wiederkommen. Man kann dieses zurückverfolgen, eigentlich über 100 Jahre, wo die Zionisten auf dem Kongress in Basel 1897 schon und in dem Werk der Judenstaat von Herzl eigentlich angelegt war, wohin die Reise geht, nämlich nach Groß-Israel, Eretz Israel, und dazu braucht man keine Palästinenser auf dem Gebiet, die müssen einfach weg, und wenn sie nicht freiwillig gehen, dann vertreiben wir sie oder ermorden sie. So, soweit vielleicht zu dem zunächst. Ups, eine Sekunde. Also, früh über diese Verantwortlichen in der deutschen Politik, die noch vor 3 Jahren, als diese neue deutsche Regierung begann, von einer feministischen, von einer neuen Außenpolitik redeten. Die neue Außenpolitik bedeutet, 50% all derer vieler hunderttausend Toten inzwischen sind Kinder. Und jetzt kann man, nachdem in Gaza 1,9 Millionen von dort nach dort, von Süd nach Nord, von Nord nach Süd, immer in Räume, wo sie wieder verlassen wollten, wo angeblich sichere Räume waren, und dann mussten sie wieder gehen. Jetzt kann man im Fernsehen sehen, jeder kann im Fernsehen sehen, wie wieder massenhaft, massenweise die Familien aus dem Libanon, aus dem Südlibanon vertrieben werden und Zehntausende, Hunderttausende mit den Notwendigen gepackt in den Norden fliehen müssen. Frankreich hat dazu beantragt eine UN-Sondersitzung. China richtete Beirut Unterstützung zu und wendet sich gegen wahllose Angriffe auf Zivilisten, wie es wörtlich heißt. Wo bleibt der Aufschrei der deutschen Politik? Deutschland isoliert sich weltweit immer weiter. Shame on you! Wir hören, dass 1,8 Billionen vertrieben werden sollen im Libanon. Saida, der Ort Saida, Sie haben davon gehört, sollen sie verlassen. Wohin sollen sie? Man konnte im Fernsehen die Kolonnen von Autos sehen und von Leuten, die türmen, alle weg. Der EU-Außenminister, Außenbeauftragte Cory Borrell, sprach von einer Kriegssituation. Also eine Kriegssituation, nicht mal eben ein kleiner Einmarsch und dann marschieren sie wieder weg. China und die Türkei verurteilen das Vorgehen Israels, und der amerikanische Präsident erklärt in seiner üblichen doppelmoralischen Haltung, man wolle die Situation deeskalieren. Ja, dann stoppen Sie doch einfach die Waffenlieferung nach Israel. Das wäre der erste Schritt zur Deeskalation. Alles andere ist Geschwätz und Rhetorik und sonst gar nichts. Israel hatte schon nach Angaben des eigenen Militärs 1600 oder 16.000 Ziele im Libanon beschossen. Dabei wurden 800, glaube ich, wenn ich irre, Menschen getötet und 2700 nach aktuellen Zahlen verletzt. Diese Zahlen dürften natürlich weit höher sein und noch steigen, denn die Angriffe gehen ja weiter. Es werden 2000 Leute vermisst. Und davon sind, wie auch in Gaza, 50% Kinder. Und zum Auftrag der Generaldebatte der Vereinten Nationen hat der UNO-Generalsekretär Guterres erklärt, das Ausmaß der Straflosigkeit für Verstöße gegen internationalen Regeln des Völkerrechts sei moralisch nicht mehr untragbar. Das stimmt, aber das bringt natürlich am Ende gar nichts, und es bleibt auch ein unerhörter Satz hier jedenfalls in Deutschland, bei unserer Regierung, bei unseren Medien. Dem ist also nichts hinzuzufügen. Israel schert das sowieso alles wenig, was in der UNO passiert. Und was weiter zu erwarten ist, hat Israel ja tagtäglich seit 11 Monaten im Gazastreifen erzeigt. Im Übrigen, die Lufthansa hat alle Flüge nach Tel Aviv und den Iran bis zum 14. Oktober gestoppt. Das ist auch ein Signal und ein Zeichen, dass selbst Unternehmen wissen und glauben, das wird noch eine Weile andauern. Und die sogenannten Friedensmission der UN im Libanon, die UNIFIL, hat ihre Patrouillen eingestellt im libanesisch-israelischen Grenzgebiet. Und unsere Regierung schweigt und schweigt und schweigt. Shame on you. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Bibel. Zionisten sind Faschisten!
Zionisten sind Faschisten! Schon öfter gesagt, aber ich sag's nochmal. Jede Woche stehen wir hier, manchmal mehrmals in der Woche, und fragen uns, worüber sollen wir reden. Aber Israel lässt keine Chance ungetan, uns immer wieder eines Besseren zu lernen, dass an Grausamkeit keine Grenzen gesetzt werden können. Und auch was Unlogik angeht, hat die israelische Regierung so gut wie keine Grenzen. Denn ihre Angriffe gegen den Libanon sollen keinen Krieg provozieren, sagen sie, sondern Deeskalation durch Eskalation. Also nach meinem Verständnis wäre das dann Frieden durch Massenmord. Verstehe ich das richtig? Nach meinem Verständnis, nach meinem menschlichen Verständnis, ist das unlogisch. Aber diese Eskalation hat in so kurzer Zeit schon so viele Tote gefordert und Verletzte. Ich habe gestern im Internet das Bild eines 7-jährigen Mädchens gesehen. Ja, auch sie musste sterben. Weil mit Hamas, nee, Hezbollah war das. Ja, stimmt, Israel hat ja jetzt einen neuen Feind. Aber Israel ist nicht schuld. Die anderen sind schuld, dass dieses 7-jährige Mädchen sterben musste. Israel möchte ablenken von Gaza. Israel möchte sich wieder in die Rolle, in die es sich am wohlsten fühlt, und zwar in die Opferrolle begeben. Wir wurden angegriffen und wir verteidigen uns nur. Und so versuchen sie international ihr absolut barbarisches und unmenschliches Vorgehen zu rechtfertigen. Die Regierung um Netanyahu und seine Ultrarechten versuchen so nur weiter Zeit zu gewinnen. Denn alle paar Tage brauchen sie eine neue Rechtfertigung. Erst ging es um Vermisste, dann ging es um was anderes, dann ging es um Land, dann ging es um dies, dann ging es um das. Und mittlerweile gehen ihnen die Argumentation aus, warum sie weiterhin an der Macht bleiben sollten. Ich bin sicher, dass alle wissen, wie die politischen Machtverhältnisse in Israel sind und dass auch insbesondere die Regierung um Netanyahu nicht die Mehrheit der Bevölkerung ausmacht. Aber bei neuesten Reden wird auch wieder von der Vernichtung des gesamten Libanons gesprochen. Israels Verteidigungsminister Gallant hat gedroht, den Libanon wieder zurück in die Steinzeit zu bomben. Das klingt in meinen Ohren nicht nach Deeskalation. Ein Krieg, viele gehen davon aus, dass er passieren muss, aber er ist vermeidbar. Es muss zu keinem Krieg kommen. Es ist zweifelsohne eine Eskalation, dass wieder hunderte Menschen gestorben und Tausende verletzt worden sind. Aber auch dieses Mal hängt es davon ab, wie andere westliche Staaten reagieren. Berlin, Washington, diese Städte sind es jetzt, auf die wir gucken sollten. Denn dort wird über Umwege entschieden, ob das Grauen in Gaza und im Libanon weitergeht. Denn ich stehe hier alleine. Aber ich habe hinter mir 1000 Leute, die ihr nicht seht. Und genau so fühlt sich Israel. Die denken, sie wären alleine, aber sie wären gedeckt. Gedeckt von der westlichen Welt, von Europa, von Amerika.
sodass sie weiterhin tun können, wonach ihnen gerade ist. Die humanitäre Situation im Libanon, sie wäre verheerend. Vergleichbar mit dem, was im Gazastreifen passiert. Schon jetzt fliehen viele Libanesen nach Syrien. Ja, richtig, nach Syrien. Das Land, das nach dem Global Peace Index auf Platz 156 von 163 ist. Eines der unsichersten Länder, in dem immer noch teilweise Krieg herrscht. Und das ist der sichere Hafen, in den die Libanesen sich aktuell flüchten. Wenn das der sichere Hafen ist, dann sieht man schon, was für eine Aussicht diese Menschen haben. Immer wieder zu sehen, dass immer wieder neue Eskalationen geschehen und sich hier in Deutschland so wenig regt, ist eine Schande unserer Zeit. All diese Menschen, die heute den Mund nicht aufkriegen, keine Sorge, ihr werdet nicht vergessen werden. Wir werden uns an jeden einzelnen von euch hier erinnern und werden dafür sorgen, dass Generation um Generation nicht vergisst, dass ihr euren Mund nicht aufbekommen habt. Zwischendurch nochmal ein kurzer veranstalterischer Hinweis. An diesem kommenden Sonntag wird natürlich auch eine weitere Demo stattfinden. Um 14.30 Uhr werden wir uns am Bahnhof treffen und von dort ins Bremer Steintor laufen. Lasst uns auch bitte dort zahlreich erscheinen. Die Demonstration wird in Kooperation mit der libanesischen Gemeinde und der palästinensischen Gemeinde Bremen stattfinden. Zionisten sind Faschisten! Zionisten sind Faschisten! Töten Frauen und Zivilisten! Töten Kinder und Zivilisten! Alle zusammen gegen Zionismus! Nationalhymne einmal anspielen und ich würde diejenigen bitten, die den Text der Nationalhymne kennen, mitzumachen. Ein Applaus für unseren Bruder Issa, bitte.
Salamu alaikum und moin. Als wir gestern Abend beschlossen haben, heute eine Demo zu machen, saß ich 4 Stunden am Handy und nochmal 3 am Schreibtisch, weil ich aufschreiben wollte, was mir zu diesem Szenario, was gerade in Libanon besonders passiert, einfällt. Ich hab's nicht geschafft, ein Wort aufzuschreiben. Es ging nicht über meine Lippen, weil ich das sagen möchte, was wir alle im Herzen fühlen. Israel ist ein Staat, der nur glücklich ist und zufrieden ist, wenn er Menschen umbringt, wenn er Menschen schikaniert und wenn er Kinder verhungern lässt. Das ist Israel! Ich hasse mittlerweile schon die Farbe Blau, weil mich das immer an diesen Terrorstaat erinnert. Ich nahm an, dass der Zweite Weltkrieg besonders unseren Westen so viel gelehrt hat. Aber nein, alles, was in der Schule über Moral und über Ehre und über die Geschichte des Westens gelernt hat, treten sie mit euren Füßen, weil das Land, welches euch diese Geschichte beigebracht hat, führt die Geschichte immer noch in 2024 weiter. Hier geht es nicht um Enthaltungen. Hier geht es nicht um einen dummen Bundeskanzler, der sich nicht artikulieren kann. Hier geht es um Lieferungen von Munitionen, die dafür benutzt werden, fünfjährige Kinder umzubringen. Hier geht es darum, dass jeder Israel dabei unterstützt, diese Handlungen vollzuziehen, weil sie Libanon und Palästina zerstören möchten. Auf die Frage, was die Menschen in Palästina und Libanon denn machen sollen, kommt folgende Antwort. Sie sollen auf unsere Anweisungen hören, da passiert ihnen nichts. Gelogen! Es ist gelogen! Weil die Menschen vom Süden in den Norden gehen. Und dann, wenn sie im Norden sind und nicht mehr rauskommen, kriegen sie Briefposten, Anrufe auf ihre Telefone. Geht aus euren Häusern, ihr seid in Gefahr. Wir werden euer Haus in einer Stunde bombardieren. Nein, die Anrufe gehen nicht nur an Hezbollah-Soldaten. Nein, sie gehen nicht nur an die Hamas-Soldaten. Sie werden gezielt auf Zivilisten, die sie umbringen wollen. Wisst ihr, was so pervers an der Sache ist? Dass sie da immer noch in ihren schicken Anzügen sitzen und kein schlechtes Gewissen haben. Tut mir leid, Herr Doktor, ich muss Sie korrigieren. Unser Doktor sagte, unsere Politik sieht nicht, was passiert und liefert immer noch Waffen. Und doch, Sie wissen mehr als wir über dieses Konflikt und Sie wissen, dass das falsch ist. Wenn ihr glaubt, dass ihr mehr über diesen Konflikt falsch wisst als die Politiker, dann liegt ihr falsch. Sie wissen alles. Sie wissen, was Recht und Unrecht ist. Sie wissen, dass die Palästinenser und die Libanesen unterlegen sind. Und das macht die Sache so pervers. Trotzdem sorgen sie dafür, dass Menschen unterdrückt werden. Und dann sagen wir alle ja
beruhige dich bei deinen Reden. Bitte, versuch das ruhig zu erklären. Wir versuchen seit 12 Monaten ruhig. Wir sind schon die ganze Zeit ruhig. Wir verlieren unsere Familien. Und wir sind ruhig. Aber wisst ihr was an unserer Politik? An unserer Scheißpolitik? Unseren Stolz könnt ihr uns nicht nehmen. Wir stehen hier erhobenen Hauptes. Und da braucht noch keiner zu sagen, ja, hätten die Libanesen die Palästinenser nicht unterstützen sollen. Ihr könnt keinen Teil zwischen uns treiben. Wir sind eine Familie, ein Team und ein Hauptmann. Und wenn ihr an dem Moment des Schwachpunkts seid und keine Kraft mehr habt, auf Demos zu gehen, keine Kraft mehr habt, mit irgendwelchen Nazis Diskussion zu führen, merkt euch eine Sache. Wir haben eure Kinder da hinten, dann würdet ihr brennen vor Wut, dann würdet ihr brennen. Und deshalb sage ich euch, nein, wir bleiben nicht ruhig. Und wenn ich 20 Jahre hier angerundet stehen muss, wir akzeptieren nicht, dass die Kinder, die noch Stolz und Ehre kennen in unseren Ländern, auch noch verloren gehen. Und ich und wir alle werden dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht verseucht werden von dieser westlichen Politik. Dass unsere Kinder nicht verseucht werden. Dass es okay ist, Araber umzubringen. Dass es okay ist, Muslime umzubringen. Dass, um sich zu wehren, es okay ist, 1000 Menschen auf einmal umzubringen. Nein, wir bringen unseren Kindern das nicht bei. Wir bringen unseren Kindern bei, mit Stolz dazustehen. Und für die Schwächeren, ob Christen, Juden oder Moslem, einzustehen. Ich möchte, dass wir Ruhe nach außen verkörpern, aber Wut und Trauer im Herzen tragen. Denn das ist das, was uns die Kraft gibt, jedes Mal dafür einzustehen, wenn es um unsere Länder geht. Dankeschön, Salam Aleikum. Augen auf, Augen auf! Augen auf, Augen auf! Augen auf, Augen auf! Augen auf, Augen auf! In Gaza gehen Kinder drauf! Stopp, stopp, stopp den Mord! Stopp, stopp, stopp den Mord! Jetzt, jetzt, jetzt sofort! Die Bewohner des Libanon werden angehalten, sich zu evakuieren. Menschen, die auf einer Fläche von 4.430 Quadratkilometern leben, bekommen lediglich 2 Stunden Zeit, um sich zu evakuieren. Was, glaube ich, den meisten von uns schon klar wird, dass das nicht möglich ist. Denn viele von diesen Leuten, die dort wohnen, brauchen mindestens 3 Stunden, um die Gebiete des Tals zu verlassen. Die israelische Armee sagt nur weg, aber nicht wohin. Das internationale Gesetz schreibt vor, dass wenn eine Evakuierung verordnet wird, dass auf sichere Zonen auszuweisen sind. Das gleiche Vorgehen kennen wir bereits aus dem Gazastreifen. Es heißt nur rennt, die Bomben kommen. Wohin, weiß keiner. Und dann passiert das, was im Gazastreifen passiert. Die Menschen, die noch versuchen zu fliehen, werden auf ihrer Flucht getötet. Israel hat diese Eskalation wieder auf ein neues Level getrieben. Die Tage im Krieg gegen die Palästinenser und im Gazastreifen, bei denen so viele Menschen auf einmal getötet wurden,
wurden als Massaker eingestuft. Und nichts anderes passiert im Libanon. Ein Massaker. Als ich gestern verfolgt habe, wie viele Menschen gestorben sind, waren es stündlich mehr. 100, 200, 300, 400, 500. Ja, es wurden mehr als 600 Tote, die bis jetzt gezählt worden sind. Unter diesen 600 Toten gehen wir von etwa 10-15% Kindern aus. Kleinen Kindern. Und das kann auch mittlerweile kein Zufall sein, dass Israel es wieder geschafft hat, ganze Familien auszuradieren. Gesamte Familien. Mehrere Generationen in einem Haushalt tot. Mutter, Vater, Tochter, Kinder, Enkelkinder. Alle weg. Und das, was Israel macht, nennen sie Selbstverteidigung. Ich habe mich schon mal selbst verteidigt und das sah nicht so aus. Und ich bin mir sicher, dass unsere deutschen Medien und auch unsere deutsche Politik uns wieder und wieder enttäuschen wird. Wenn wir nur die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zitieren, die sagt, die dramatisch eskalierende Gewalt an der israelisch-libanesischen Grenze erschüttert insbesondere Berichte über getötete Zivilisten und Kinder. Frau Baerbock, das ist keine eskalierende Gewalt. Es ist eine Eskalation durch massive israelische Bombardierung des Libanons. Warum ist das so schwer? Warum kann man das nicht benennen? Warum kann man nicht sagen, Israel tötet Libanesen? Israel tötet Palästinenser? Und was Frau Baerbock auch nicht kann, und das sind die Raffinessen, oder zumindest denken sie, sie wären raffiniert, wenn sie nur von Zivilisten reden, weil das soll das Bild suggerieren, dass auf israelischer Seite auch aber Hunderte und Tausende ermordet wurden. Das ist aber nicht der Fall. Es sind libanesische Zivilisten, Frau Baerbock. Wenn wir von toten Zivilisten reden, dann lassen Sie uns diesen Zivilisten doch auch Namen geben. Es sind libanesische Zivilisten, die getötet werden. Es sind palästinensische Zivilisten, die getötet werden. Und wir können das Spiel auch noch weiterspielen. Von wem wurden sie getötet? Sie sind nicht von selbst gestorben. Es sterben keine 20.000 Menschen plötzlich an einem Herzinfarkt. Nein, sie werden bombardiert und das von Israel. Mit der Ausrede, dass sich dort Raketenlager, Waffenlager oder irgendwelche Militärzentralen befinden würden. Das Problem dabei ist, dass Israel davon ausgeht, dass jeder auf der Welt so skrupellos ist wie sie. Nein, wir verstecken keine Raketen in Kinderzimmern. Wir haben keine Militärbasis bei uns im Wohnzimmer. Wir sind ganz normale Menschen, die ein ganz normales Leben verdienen. Und was Israel nicht nur dem Gazastreifen, sondern wie es aussieht, auch dem Libanon verwehren will. Ich frage mich, bis wohin soll diese Eskalation noch weitergehen? Bis wir endlich alle aufwachen. Ich rede nicht von euch, die ihr alle heute hier seid. Ich rede von all denen, die nicht hier sind. Ich rede von unseren eigenen Leuten, die seit einem Jahr nicht den Mund aufkriegen. Ich rede von unseren Politikern. Und wenn ich unsere Politiker meine, dann meine ich die, die hier vorne in der bremischen Bürgerschaft sind. Dann meine ich unseren Bürgermeister. Dann meine ich SPD, CDU, FDP, Linke, Grüne, Gelbe, Blaue, Rote, wie auch immer die alle heißen mögen. All die meine ich. Wir sind hier vor eurem Haus. Wir kommen zu euch, wir klären euch auf. Aber warum macht ihr den Mund nicht auf? Ich fühle mich seit einem Jahr wie ein Bremer zweiter Klasse.
Genau das Gefühl gibt mir unsere Politik. Meine Belange und unsere Belange sind nicht wichtig, weil sie nicht ins Bild passen. Assalamu alaikum. Am Sonntag um 14.30 Uhr machen wir eine Demo in Kooperation mit der libanesischen Gemeinde am Bahnhof. Ich will, dass wir alle kommen. Ich will, dass wir zusammen laut sind. Ich will, dass wir Beben zum Beben bringen und alle Straßen lärm nehmen am Sonntag. So. مع بعض على البانهوف راح نروح ماشي على شطايفه الله يعطيكم العافيه.